So, hallo Leute, time to frack. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar starte ich Stormland. SteamVR bei 100%. Also, Super Sampling bei 100%. Okay, ich bin hier an der alten Location, das ist ja schon mal gut. Ich habe FPS VR an. Ich hatte euch ja gesagt, es wirkt um einiges flüssiger mit den neuen Revive Update-Treibern, wie auch immer, der vor kurzem mal erschienen ist. Die GPU-Last liegt immer noch so hoch, dass ich mit 45 Frames hier arbeite. Die GPU-Last, oh mein CPU, der schnarcht, liegt bei 16%, 19% Auslastung, die GPU bei 70. So, ich guck mal in die Settings. Hier habe ich überall High definiert und die Resolution bei 90. Die setze ich doch mal auf 100. Fällt das eigentlich auf? Nicht hier on demand, ja. Nö. Muss ich erst bestätigen. Also hier an der Resolution-Schraube zu drehen, wirkt sich nicht doll aus. Okay. Was machen wir denn hier mal? Ich stelle mal alles auf Ultra und gucke, was passiert. Also Ultra-Einstellungen. Laufen auch nicht schlechter. Ich bin zwar immer noch bei 45 Frames. Ab und an geht es in den grünen Bereich. Öfter in orangen. Die GPU-Frame-Time liegt also bei 14 Millisekunden, die Frames per Second bei 45, Average habe ich bei 47, CPU Frame Time 4 ungefähr. Aber es ist sehr gut spielbar. Also, ups. Kann mich nicht beschweren. Das bedeutet, mit dem 3800er X und meiner 2080 inklusive 32 GB RAM kann ich mir hier alles auf Ultra stellen. Und die Resolution auf 100% hochdrehen.
Hier merke ich keinen Unterschied, wenn ich mal auf Low stelle. Dann sieht das natürlich gruselig aus. Ich kann auch auf 90 Frames spielen, ohne dass hier auf die 45, doch jetzt in dem Moment, wo ich hier geschossen habe, da ging es auf 45 runter, kurzfristig. Aber sieht natürlich nicht schön aus, ne? Wie sieht das bei euch auf dem Bildschirm aus? Bei mir in der VR nicht toll. Nochmal kurz einen Switch auf alles Medium. Ach, das stellt auch die Resolution runter. Okay, gehe ich auf alles Medium. Ist es schon, ja, spürbar hübscher. Aber er ist schon in den 45 Frames Bereich. So dass sich das nicht lohnt. Hier ist er auch bei 45 Frames konstant. Die GPU-Last ist ein bisschen höher. Aber alles flüssig. Und gehe ich auf Ultra. Verhält es sich genauso. 45 Frames sieht natürlich vergleichbar am besten aus. Fazit: Mit der Index Steam VR 100% und alles auf Ultra hochgedreht lässt sich Stormwind bestens spielen. Ich werde jetzt hier nicht zocken, weil ich habe keine Zeit mehr. Aber das war mir der Test mal wert. Ich sammle hier noch ein paar Sachen ein. Wenn ich mir die GPU-Last aber so angucke, dann würde ich fast sagen, um das Spiel gut spielen zu können, braucht ihr schon eine 2070 Super oder eine 2080. So scheint mir. Vielleicht geht es auch mit einer normalen 2070er. Aber ich vermute mal, das ist so unterste Leistungskante, die gut ist, zumindest mit der Auflösung der Index gespielt. Gut. Ich drehe mich zum Monitor, habe mich ins Kabel gewickelt. Wo ist er da? Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, für ein Abo sowieso. Wir sehen uns morgen dann wieder. Haut rein, schmeckt fein. Bis dann.